Hey, willkommen zu einem neuen Video. Überwachungskameras zeichnen oft Dinge auf, die auf der Straße passieren, weit weg von unseren Augen. Im heutigen Video werden wir über die interessantesten Aufnahmen sprechen. Bist du neu auf diesem Kanal? Dann abonniere ihn und drücke die Benachrichtigungsglocke. Und bevor wir anfangen, like auch das Video. Was für eine Gelegenheit! Die folgenden Aufnahmen zeigen einen jungen Mann, der eine Treppe hinuntersteigt und sich dabei mehr auf das Geländer als auf seine eigenen Beine stützt. Als er das vermeintliche Ende der ersten Treppe erreicht, wendet er sich abrupt nach rechts, in der Annahme, dass der Korridor dort beginnt. Seine Annahme erweist sich jedoch als falsch, da noch ein paar Stufen zwischen ihm und dem Korridor liegen. Um einen möglichen Sturz in den Spalt zwischen der Treppe und dem Boden des Flurs zu vermeiden, hält er sich in Sekundenbruchteilen am Geländer der Treppe fest, die er gerade hinuntergestiegen ist. Dieser schnelle Reflex bewahrt ihn vor Verletzungen oder Schlimmerem, falls er in die Lücke gestolpert wäre. Mit bemerkenswerter Geschicklichkeit schafft er es, auf dem Boden des Flurs zu landen, wobei er nur die Zehenspitzen zum Ausbalancieren benutzt. Farbige Vorhänge. Die folgenden Aufnahmen zeigen zwei Frauen, vermutlich Hausfrauen, die versuchen, Vorhänge in ihrem Haus aufzuhängen. Als sie sich darauf vorbereiteten, die Vorhänge aufzuhängen, kam eine der Frauen, die nicht groß genug ist, um sie zu erreichen, auf die Idee, einen großen Farbeimer als provisorische Plattform zu benutzen. Sie kletterte darauf, in der Hoffnung, die gewünschte Höhe zu erreichen. Leider kann sich durch das zusätzliche Gewicht der Deckel des Farbeimers lösen und in den Eimer stürzen. Dieses Missgeschick führte zu einer chaotischen Katastrophe, da die ganze Farbe auslief und die Vorhänge, Wände und den Boden bedeckte. Einfache Arbeit. Die Überwachungskamera hat die wahre Mitarbeiterin des Monats eingefangen. In ihrer kurzen Rockuniform schien sie die Kunst der Arbeitsvermeidung perfektioniert zu haben. Ihr Schreibtisch wurde zu einem Ort der Freizeit, an dem sie gemütlich in einer Zeitung blätterte, auf ihrem Smartphone herumwischte, ihre Haare zurechtrückte und sich sogar spontanen Fotosessions hingab. In einem Moment der Erleichterung zog sie ihre Schuhe aus und gönnte ihren wunden Füßen eine Massage nach einem Tag in unbequemem Schuhwerk. Was sie nicht bemerkte, war das wachsame Auge der Aufsicht. Ihr Verhalten fiel auf, als der Manager eingriff, um die Situation anzusprechen, was zu einer peinlichen Konfrontation führte. Auto schwimmt. In einer scheinbar malerischen Szene, die von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde, nimmt ein ruhiger Tag mit einem sonnigen Himmel und einem Pool im Hinterhof eine unerwartete Wendung. Das Video zeigt eine ruhige Umgebung mit einem Swimmingpool und Liegestühlen, die auf keine offensichtlichen Probleme hindeuten. Diese friedliche Atmosphäre wird jedoch jäh gestört, als ein rotes Auto den Zaun, der den Garten von der Straße trennt, durchbricht und direkt in den Pool stürzt. Man sieht einen Mann, der dem Auto hastig nachjagt, was zunächst zu der Vermutung führt, dass er möglicherweise nicht richtig gebremst hat. Als das Auto im Becken versinkt, wird klar, dass keine Rettung möglich ist, und der Mann dreht sich um und geht. Sie beißt an. In einem eher unappetitlichen Vorfall, der von CCTV aufgezeichnet wurde, näherte sich eine Frau lässig der Auslage eines Londoner Gemüseladens und biss in eine Wassermelonenscheibe. Das Video dokumentiert ihr dreistes Vorgehen, als sie über den Bürgersteig schlenderte und dann auf den Laden im Osten Londons zuging. Ohne zu zögern, zog sie die Frischhaltefolie von der großen Wassermelonenscheibe ab und biss in ihr saftiges rotes Fruchtfleisch. Im Hintergrund ist ein Mann zu hören, der seinen Schock über den Vorfall ausdrückt. Die Frau, die mit einer khakifarbenen Jacke und schwarzen Leggings bekleidet war, wischte sich lässig den Mund ab und ging dann davon. Die Macht des Wissens. Die folgenden Aufnahmen lösten eine Welle positiver Reaktionen aus, und der Mann, der darin zu sehen ist, hat die Herzen vieler Menschen erobert. In dem Video sieht es so aus, als würde sich ein LKW von alleine rückwärts bewegen, aber in Wirklichkeit schieben ihn Menschen von hinten an. Da er die Leute nicht sehen konnte, glaubte der Mann, dass der LKW rückwärts fährt und sprintete los, um ihn vorwärts zu schieben. Ohne die Absichten des anderen zu kennen, schob der Mann den LKW vorwärts, während die anderen beharrlich versuchten, ihn von hinten wegzuschieben.
Dieses komische Missverständnis führte zu einem witzigen und herzerwärmenden Moment, der Beai den Zuschauern gut ankam. Vorsichtiger Mann. In einem Video, das in einer Facebook-Gruppe geteilt wurde, nahmen die gut geplanten Aktionen eines Ehemanns eine unerwartete Wendung, weil seine Frau einen unschuldigen Fehler machte. Der Ehemann hatte mit Bedacht zwei große Glastüren geöffnet und stieg dann in sein Auto, um es rückwärts in den Innenbereich zu fahren. Als seine Frau jedoch aus dem Haus kam, sah sie nur die offenen Türen und nicht das Auto ihres Mannes. In dem Glauben, sie würde helfen, schloss die Frau unschuldig die Türen. Kurz darauf begann der Ehemann, mit seinem Auto rückwärts in das Haus zu fahren. Mit großer Wucht prallte das Auto gegen die geschlossenen Türen, sodass alle Scheiben zerbrachen. Erschrocken stürzte die Frau nach draußen und ihr Gesicht zeigte pure Überraschung. Der Ehemann, der den lauten Aufprall hörte, fuhr schnell die Einfahrt zurück, um die Situation zu beurteilen. Alleingelassen. Ein Video, das von einer Türklingelkamera aufgenommen wurde, dokumentierte die Routinearbeit von Müllmännern in einem Wohngebiet. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Arbeiter den Müll in den Sammelwagen lädt. Es kam jedoch zu einem Missverständnis, als ein anderer Arbeiter fälschlicherweise glaubte, die Arbeit sei erledigt und es sei Zeit, in die nächste Straße zu fahren. Der verwirrte Arbeiter sah, wie sein Kollege wegfuhr und versuchte nicht, den abfahrenden LKW einzuholen. Stattdessen winkte er einfach mit der Hand und zeigte damit einen Hauch von Enttäuschung. Motorräder fahren selbst. Ein fahrerloses Auto fuhr ohne Probleme zur Tankstelle. Das fahrerlose Motorrad kollidierte mit Menschen, die an einer roten Ampel warteten, woraufhin diese in Panik die Flucht ergriffen. Nur eine Person wartete seelenruhig mit hochgelegten Füßen, scheinbar unbeeindruckt von der Annäherung. Es ist unklar, warum das Motorrad keinen Fahrer hatte, aber weiter über die Straße raste. Möglicherweise war der Fahrer des ungewöhnlichen Motorrads aufgrund der rutschigen Straßenverhältnisse gestürzt und hatte zuvor die Kontrolle verloren. Nachdenken lohnt sich. In einem Gebäudeflur wird ein bezauberndes Paar mit der Kamera eingefangen. Der junge Mann nähert sich seiner Freundin mit einem Blumenstrauß, um sie zu überraschen. Sein Gesicht strahlt vor Glück, als er sich hinkniet, um den Strauß zu überreichen. Doch plötzlich taucht ein Mädchen in einem kurzen Lederrock und hochhackigen Schuhen auf und hält inne, um den Aufzug zu rufen. Die Aufmerksamkeit des jungen Mannes wird auf das Mädchen im Flur gelenkt, was seine Freundin sichtlich irritiert, die daraufhin den Blumenstrauß nach ihm wirft. Wo bist du hin? Während er das Haus fegte, verlor ein Mann auf mysteriöse Weise seinen Besen. Verwirrt sah er sich mit weit aufgerissenen Augen um. Als er nach einer Kehrschaufel griff, verschwand der Besen aus seiner Hand. Am Ende entdeckte er den Besenstiel unter seiner Achselhöhle versteckt. Diese nachvollziehbare Vergesslichkeit ist etwas, das viele Menschen erleben. Sie verlegen Gegenstände, die sie gerade in den Händen halten oder an die sie denken. Er konnte sich ein verlegenes Lächeln nicht verkneifen, bevor er mit dem Putzen fortfuhr. Der große Falke mit Hund. Im Hinterhof eines Mannes vergnügte sich ein kleiner, zotteliger Hund mit einem größeren Gefährten. Doch ein unerwarteter Besucher, ein Falke, sah den kleinen Hund als potenzielle Beute an. Der Vogel stürzte herab, packte den kleinen Hund mit seinen scharfen Krallen und versuchte, ihn wegzutragen. Zum Glück handelten der Mann und sein großer Schäferhund schnell. Sie jagten dem kleinen Hund hinterher und brachten den Falken dazu, seinen Griff zu lösen. Am Ende gab es keine Verletzungen und alle waren in Sicherheit. Flucht nach entdeckter Kamera. An einem ruhigen Abend ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall vor einer HDB-Wohnung in Tech Y. Auf den Überwachungsaufnahmen waren zwei junge Frauen zu sehen, die lässig Schuhe aus einem Schuhregal im Flur anprobierten. In diesem Fall schienen die Frauen nach ihren Lieblingsschuhen zu suchen. Gegen Ende des Videos verließen sie jedoch eilig das Haus. Möglicherweise, weil sie ein Geräusch aus dem Inneren des Hauses hörten. Der Zeitstempel auf dem Video zeigt, dass der Vorfall gegen 21.54 Uhr stattfand. Bemerkenswerterweise kehrte eines der Mädchen etwa 15 Minuten später an den Tatort zurück. Sie schien die Gegend nach Zeugen abzusuchen und bemerkte dann die Überwachungskamera. Ihre Reaktion, sie bedeckte ihr Gesicht und ging weg, deutet darauf hin, dass sie sich bewusst war, erwischt worden zu sein. Hat deine Überwachungskamera interessante Dinge aufgezeichnet?
Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn du das Video magst, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos von uns sehen möchtest, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder schau dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.